Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video einen kleinen Vorabtest, weil es ein Zuschauerwunsch ist. Und zwar zwischen der FZ 1000 und der AXP 33. So, beides sind natürlich 4K-Systeme und ich wurde gebeten, hier mal einen kleinen Zoom-Test durchzuführen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wir haben hinten ein kleines Waldstück, ca. 60 Meter entfernt. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal was aufs Korn und zoomen hier jetzt einfach mal optisch wie auch digital auf die Bäume ein. Wir suchen uns hier einen Baum aus. Das wäre hier in der Mitte dieser große. Und beginnen einfach mal mit der Sony, mit dem Sony Camcorder. Wir nehmen diesen Baum jetzt aufs Korn, haben 4K eingestellt. Der aktive Bildstabilisator ist an und zoomen das jetzt mal voll optisch ein. Der Zoom läuft bei diesem Camcorder sehr flott. Ich zoome also etwas vorsichtig. So, das wäre der volle optische Zoom mit dem Camcorder. Jetzt legen wir hier nochmal den digitalen Zoom oben drauf. Auch der läuft sehr flott, hier muss ich ein bisschen vorsichtig machen. Das ist der volle digitale Zoom mit dem Camcorder. So, wieder das alles zurück. So, und hier jetzt dieselbe Situation mit der FZ 1000. Ich nehme wieder den Baum aufs Korn und zoome hier erstmal optisch auf den Baum ein. Das wäre der maximale optische Zoom bei aktivierten Bildstabilisator. Hier merkt man, dass das Bild sehr stark hüpft. Hier ist der Bildstabilisator nicht ganz so gut wie in den Camcorder. Allerdings dürfte hier das Bild deutlich schärfer sein, weil größerer Sensor. So, jetzt nehmen wir den digitalen Zoom noch oben drauf. Und hier müsste jetzt eigentlich die FZ 1000 besser sein als der Camcorder, weil wie gesagt, durch den größeren Sensor dürften hier deutlich klarere Bilder zustande kommen. Und auch hier gehen wir wieder zurück. So, mein Fazit zu dem Zoom der beiden Geräte. Der ist bei beiden Geräten eigentlich hervorragend. Allerdings hat die FZ 1000 durch den deutlich größeren Sensor hier einen Qualitätsvorteil. Allerdings hat hier die Sony durch die sehr gute Stabilisierung ihres Camcorders einen Stabilisierungsvorteil gegenüber der FZ 1000. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einigermaßen weiterhelfen. Für weiterführende Videos oder ähnliche Videos hier unten in den Anmerkungen habe ich einige verlinkt. Hat euch das Video gefallen, gebt mir bitte einen Daumen hoch oder abonniert auch einfach meinen Kanal, wenn ihr mehrere meiner Videos sehen wollt oder weitere Videos nicht verpassen wollt. Ich sage hiermit erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.